Schönen guten Tag, wir sind hier im Hasekessel, das ist die Stammkneipe des FSV Mainz 05, zwei Tage vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. Neben mir sitzt Florian Heller, Fußballprofi beim FSV Mainz 05, und den wollten wir jetzt einfach mal fragen, wie er seine Zukunft als neue Sturmhoffnung des FSV Mainz 05 sieht. Ich bin ja damals zu Mainz 05 gewechselt, eben als rechter Mittelfeldspieler. Und bin halt dann eben im ersten Bundesliga-Jahr durch den Trainerwechsel Andersen, Tuchel, dann umgeschult worden zum Rechtsverteidiger. Und die Aufgabe habe ich angenommen, weil das bei mir einfach so drin ist, dass man da nicht groß rummeckert, sondern man schaut, dass man die Ziele, die man hat, dann eben erreicht. Und da ist es mir dann persönlich auch nicht so wichtig, auf welcher Position das dann ist, ob das rechts hinten ist oder links vorne oder was der Geier war. Das ist mir eigentlich dann egal, aber Fakt ist nochmal, dass ich mir auf der Position, also je weiter das nach vorne geht, umso wohler fühle ich mich, weil es mehr auf meine Qualitäten zutrifft. Und dementsprechend ist es eigentlich für mich eine positive Wendung jetzt in dem bisherigen Saisonverlauf. Trainer Tuchel hat nach dem Testspiel am Freitag in Bad Kreuznach gegen Duisburg, was ihr 3-2 gewonnen habt, wo du ja auch das 1-0 gemacht hast, den Elfmeter rausgeholt hast, der dann zum 2-0 führt, da hat er gesagt, der Florian Heller, der hat einfach das Näschen. Siehst du das auch so? Gut, ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Also das war ein ganz, ganz grober Fehlpass da vor dem Elfmeter. Also da gehört immer ein bisschen Glück dazu. Aber im Prinzip ist es schon so, dass man einfach gewisse Abläufe oder gewisse Situationen dann vielleicht irgendwie erahnt, dass das dann auch tatsächlich so eintrifft. Das gehört immer ein bisschen Glück dazu. Aber man muss natürlich schon immer mal damit rechnen. Und das ist einfach in mir drin, weil wie gesagt, ich fühle mich da vorne einfach wohl. Und je näher es zum Tor geht, umso mehr kommt es mir auch entgegen. Und hoffentlich bleibt es so. Könntest du dir dann also auch vorstellen, jetzt gegen Freiburg vielleicht mal von Anfang an vorne zu spielen? Ja, unbedingt. Vorstellen kann ich mir alles. Das Problem ist immer nur das, dass man das am Ende des Tages leider nicht mehr ganz alleine selber in der Hand hat, sondern kommen dann auch ein paar Sachen dazu, die vielleicht aus taktischen Gründen dann irgendwie eintreffen oder der Trainer vielleicht nochmal irgendwie eine andere Idee hat. Das sind dann im Prinzip Dinge, das kann ich selber dann letztendlich nicht mehr beeinflussen. Aber ich denke, dass ich jetzt seit das so ist, dass der Thomas mich da vorne trainieren lässt und halt eben auch jetzt spielen lässt, dass ich da mein Zeug sehr gut mache. Und warum soll das in der Bundesliga nicht so sein? Und in Hamburg hat es ja auch nach der Einwechslung ja auch schon super geklappt, wo du dann das 4-2 gemacht hast. Es gibt nochmal einen Tipp ab für das Spiel am Samstag? Ein Ergebnistipp? Ja. Das ist schwer zu sagen. Von Ergebnistipp heute nichts, sage ich da ganz ehrlich. Ich denke, dass wir es gewinnen. Bin ich ziemlich sicher, aber Ergebnis wird schwierig. Ich schätze mir so, pietätlos ist 5-6-0. Ungefähr. Wie viele helle Tore? Das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie viel Zeit das ich habe. Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück für Samstag, auch für die nächsten Spiele und dass ihr das mit der Europa League noch schafft. Alles klar. Vielen Dank, Florian Heller.